Wir befinden uns hier jetzt im Kern unseres Labors an der Medizinischen Universität Graz, nämlich bei den Fluoreszenzmikroskopen. Wieso brauchen wir die Fluoreszenzmikroskope? Eine Zelle ist circa 10 bis 30 Mikrometer groß. Also so klein, dass wir sie nicht mit freiem Auge sehen können. Und wir wollen ja nicht nur die Zellen sehen, sondern wir wollen die Organellen in den Zellen sehen. Im Speziellen untersuchen wir die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen. Und diese Mitochondrien durchspannen die Zelle als dichtes Netzwerk und sind aber nur ungefähr bis zu einem Mikrometer groß. Und deswegen brauchen wir ganz spezielle Mikroskope, hochauflösende Mikroskope, um die Struktur der Mitochondrien zu analysieren und auch um die Eiweißstoffe in den Mitochondrien weiter zu untersuchen. Wie machen wir das jetzt am Fluoreszenzmikroskop? Wir haben unsere Zellen auf Glasplättchen ausgesetzt. Und diese Glasplättchen, die befinden sich in diesen sechs Wellplatten. Da haben wir also sechs Glasplättchen drinnen. Und diese Glasplättchen, die werden dann überführt in sogenannte Perfusionskammern. Die Perfusionskammer, dort kommt das Glasplättchen rein, die bietet uns die Möglichkeit, dass wir auch die Zellen perfundieren, also wir geben dort Puffer auf während der Messung. Sprich, diese Perfusionskammer, wo das Glasplättchen reinkommt, kommt aufs Mikroskop drauf, auf das Objektiv und dann auch wird es an das Perfusionssystem angeschlossen und wir können dann in den lebenden Zellen untersuchen, wie sich verschiedene Wirkstoffe auf die Eiweißstoffe in den Mitochondrien auswirken. Jetzt habe ich schon erzählt, wir sind bei den Fluoreszenzmikroskopen. Es muss also irgendwann die Fluoreszenz auch ins Spiel kommen. Warum? Wir haben in den Zellen drinnen Biosensoren, fluoreszierende Biosensoren. Das sind eigentlich nur Eiweißstoffe, die sie ändern, deren Konformation sich ändert, also die Struktur ändert sich in dem Moment, in dem ein gewisser Stoff bindet. Wenn zum Beispiel ATP bindet, dann ändert sich die Konformation vom Biosensor und damit ändert sich auch die Fluoreszenz, die abgegeben wird. Und deswegen können wir dann untersuchen, wie sich in einer lebendigen Zelle der ATP-Gehalt verändert über die Zeit hinweg. Was wir noch machen, ist, dass wir gewisse Strukturen mit fluoreszierenden Farbstoffen anfärben und dann untersuchen, wie sich diese Strukturen, zum Beispiel die Mitochondrien, während des Alterungsprozesses verändern. Hier sehen wir nun, wie die Katharina ein Glasplättchen, auf welchem sich die Zellen befinden, vorsichtig mit einer Pinzette in die Perfusionskammer überführt. Das Glasplättchen wird ganz akkurat in der Kammer positioniert und die Kammer, die wird anschließend dann verschlossen. Da die Zellen durchgehend eine Nährlösung brauchen und sofort austrocknen würden, wird auch gleich wieder eine physiologische Lösung auf die Zellen gegeben. Anschließend wird diese Perfusionskammer mit den Zellen drinnen auf das Objektiv des Mikroskops gesetzt. In diesem Fall arbeiten wir mit einem Ölobjektiv, deshalb haben wir auch einen Tropfen Öl draufgegeben, bevor die Kammer auf dem Objektiv positioniert wird, um eben die optimale Optik zu sichern. Anschließend wird die Perfusionskammer an das Perfusionssystem angeschlossen, sodass wir die Zellen während der Messung mit verschiedenen Messlösungen bearbeiten können. Über das Okular betrachtet die Katharina dann die Zellen und stellt den optimalen Fokus ein und entscheidet auch, welche Zellen sie vermessen möchte. Und hier sehen wir jetzt Zellen, welche mit einem Farbstoff gefärbt wurden, der sich in den Mitochondrien anreichert und das sogenannte Membranpotenzial anzeigt. Und sobald wir über die Perfusionslösung einen Wirkstoff zuführen, der das Membran schädigt, sehen wir in dieser Aufnahme dann auch, wie der Farbstoff aus den Mitochondrien rausgeht.